Ja, moin moin YouTube, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich super, dass ihr so viel Bock habt hier auf die Videos. Wieder zusammen mit LaRusso im Koop natürlich bei Grounded. So, wir sind auf dem Weg zum Sandkasten über unsere Rutsche und dann wollen wir mal unsere Kleidung wechseln. Wir werden jetzt Mexikaner. Schön mit dem Sombrero. Hola, Chica. Ja, I'm ready. Upsala. Gut. Oh, okay, da ist er. Ah, gegen was fahren die denn nochmal? Dolch. Dolch. Also, dass da genau dein Schwert ist, soll den gleichen Schaden machen. Boah. Aber das mit dem Blocken ist nicht. Also da ist Speer und Schild besser. Aber das Schwert haut gut rein. Wo? Und? Ah ja, wieder eingebuddelt. Alter, der hat geschrien. Oh, oh, oh. Wie im schlechten Horrorfilm. Die Rüstung, die wir anhaben, hat einen riesen Vorteil, Leute. Wir haben nicht so arge Probleme mit der Hitze jetzt hier in Sandkasten. Ihr seht das, diese Wurzeln. Das geht so gut wie kaum voran jetzt. Über uns wäre noch einer. Ja, über uns. Weil der da unten fightet ja gerade mit der Ameise. Ja, der kommt jetzt raus. So. Ah. Diese Hitzerüstung ist auch gleich eine Stufe 3 Rüstung. Ja. Ach, der hat die Ameise schon erledigt, oder was? Tatsächlich, ja. Das sind diese Ameisenlöwen. Gute Gegner. Und wir haben vorhin einen Feind beobachtet zwischen einem Ameisenlöwen. Ja, wollte ich auch gerade einsammeln. Und der Wolfsspinne, die da hinten unter dem blauen Legostein da sitzt. Oder, ja. Oder Eimer oder was das ist. Na, ihr seht diese Hitzewelle. Das macht einen ziemlich mürbe. So, hier ist Saft. Hier oben drauf. Ah, hat er sich. Jetzt haben wir die auch hier nämlich. Hier steht es hier. Ameisenhügel. Ja. Ja, wollen wir direkt rein? Jo. Ich rüste schon mal mein Schwert aus. Ziehe jetzt meinen Dingshelm auf. So. Genau. Ach, hier müssen wir jetzt ein bisschen Licht haben. Wir gehen jetzt. Leute, wir gehen jetzt in den schwarzen Ameisenbau. Wird dunkel. Der LaRusso hat Angst, wenn es dunkel ist. Ich aber auch. Du hast ein größeres Schwert. Das heißt, wer den größeren hat, geht vor, oder was? Genau. Oh Mann. Ich finde das diskriminierend, ja. So, in die Ecken noch mal ein bisschen gucken. Also hier werden uns auf jeden Fall schwarze Ameisen begegnen. Aber die Arbeiterinnen lassen uns eigentlich in Ruhe. Wir müssen uns nur aufpassen oder extrem vorsichtig sein vor den Wächtern. Weil die von den roten Ameisen, die Wächter, die sind auch schon recht stark. Ja, das ist eine Arbeiterin. Die ist. Können wir ja erstmal Ruhe lassen, würde ich sagen, oder? Und jetzt
Jetzt habe ich hier schon ein paar gehauen. Okay. Okay, das große Schwert ist, was die Ausdauer angeht, recht intensiv. So, jetzt haben wir hier so einen Punkt. Apfelbrocken, den nehme ich mal mit. Hier, bis hierhin waren wir schon mal und dann haben wir ein bisschen Schiss gekriegt. Und dann sind wir wieder nach Hause gelaufen, haben erstmal bessere Ausrüstung geholt. Oh, da hinten liegt was. Steckt, wie komme ich denn da durch? Ja. Müssen wir vielleicht kaputt schlagen hier? Na, wenn dann mit dem Dolch. Hier geht nicht, ne? Ja. Vielleicht ducken, also da irgendwie ducken. Ja, eine Ecke durchkommen. Geht nichts. So blöd, muss irgendwie da hinkommen. Ja. Also das wäre ein Unding, wenn du da nicht hinkommst. Irgendwie versuchen hier. Nee, ich kann nichts kaputt machen. Und nicht dieser Scap. Diese Armbanduhr. Ja. Geil, vielleicht kommt man von der anderen Seite irgendwie ran. Auch nicht, ne? Nee. Eigenartig. Das ist merkwürdig. Guck gerade, ob irgendwie ein Loch ist, dass du von oben irgendwie da runterspringen kannst. Ja, so. Ich dachte auch mit, ja. Hey, du kriegst die Wurzeln nicht kaputt geschlagen. Axt? Na, Axt habe ich auch schon probiert. Vielleicht mit dem Hammer? Nee. Nee. Du kommst aber hier nicht an der Seite irgendwie durch. Ja, aber ich habe das Gefühl, als wenn da ein Stein vorsitzt, den du eventuell noch wegspringen musst. Ja, aber da müsste ja ein Symbol oder irgendwas da sein. Da ist meistens so ein Sprengsymbol da. Weißt du? Ja. Okay, kommen wir nicht weiter. Ja. Brauchen wir von diesen Schleimstängeln noch was? Och, nee. Nee, ne? Okay. So, dann müssen wir... dann hier oben lang. Genau, dann da oben lang. Aber warte mal, vielleicht können wir von hier oben doch irgendwie runterspringen. Warte mal, ich guck mal nach unten. Nee, der Tunnel ist ja noch länger gewesen. Ja. Aber vielleicht kommen wir von hier aus irgendwie. Ja. Was auch. Das müsste ja dann hier irgendwo rechts oder so sein. Ja. Okay. Ah, also hier links ist ein Gang. Okay. Ist hier irgendwo was gewesen? Nee. Könnten wir hier mal verfolgen. Oder halt eben, wir gehen rechts rum. Und folgen dem Kabel. Wir können ja erstmal hier lang gehen. Ja, dann gehen wir da lang. Hier ist nur Quarzit. Ein bisschen Quarzit mitnehmen. Ja, das können wir mitnehmen. So. Brauchen tun wir das eh. Ach, das brauchen wir immer. Gerade um dein Ameisenschwert aufzurüsten dann. Ja. So. Ja, auch Sachen reparieren und so, ne? Ja, und dann war ja hier rechts ein Gang. Dann lass uns hier mal erstmal weiter. Hier. Also rechts. Hier sind... Nee. Nee, hier sind wir nicht hergekommen. Hier sind wir nicht hergekommen, okay. Guck mal, was hier ist. Ja. Ach, hier brauchen wir einen Sprengsatz. Mhm. Hast du für... den dabei? Nee. Ah, nicht? Hast du nicht? Nein. Shit! Letztes Mal hast du zufällig einen mitgehabt. Ja. Okay, also müssen wir hier nochmal rein. Das müssen wir nochmal aufspringen. So. So, jetzt kommen immer mehr Arbeiterinnen. Ja, wir müssen hier dem Kabel folgen. Ich habe da hinten auch schon die Tür gesehen. Hier ist aber auch ein Kabel. Ja, da gehst du aber wieder raus. Sicher? Ja. Ja, stimmt. Hast recht. Ja. Hast recht. Na, komm her.
Mädels, dann machen wir ein bisschen Hackschnitzel hier. Oh, das kostet aber auch Energie. Oh. Oh. Was denn jetzt? Oh, das sieht aber gut aus. Oh, Moment. Die ist neu. Die wird. Ja, die wird uns nicht in Ruhe lassen. Nee. Das ist eine Kriegsameise. Au, oh, die will es wissen. Kann aber auch einstecken. Jawohl. So, jetzt will ich mal gucken, gegen was die schwach ist. Ja. Schwarzkriegerameise. Ausstechen, also ähnlich wie die andere Ameise. Wie die Arbeiterin, ja, okay. Ja, genau. Gleichen Schwächen. Das sieht ja geil aus hier unten, oder? Ja. Ja, wir haben schon wieder eine. Am. Ja, ja. Ja. Ich denke. Dann gib ihr mal von hinten. Jetzt mache ich mit. Dann haben wir sie auch relativ gut. Da oben ist ein Roboter. Warte mal gucken, scannen. Okay. Kann ich nicht scannen, den haben wir wahrscheinlich schon. Den haben wir schon, ne? Ja. Marker wieder. Hä? Jetzt. Ne, ist immer noch da. Ja. Jetzt. Nee. Jetzt. Ja, falsch. Das ist manchmal ein bisschen. Ach, rechte Maustaste ist er wieder. Ah, alles klar. So, hier ist eine Tür, aber die ist versperrt. Gut. Ja, okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob es hier noch was was hier rechts ist. Da. Hier ist auch noch irgendwas zum Aufsprengen. Sehe ich doch hier schon an dem Stein, ja. Ja, okay. Der hat diese Markierung, ja. Okay, also ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall nochmal herkommen und Sprengmaterial mitbringen. Sonst kommen wir wahrscheinlich hier nicht weiter, ne? Ne. Wir können aber jetzt hier unten nochmal gucken. Hier unten ist noch ein bisschen was. Ja. Aber hier komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Ja. Okay. Ja. Da musst du wahrscheinlich da durch den Gang, also wir kommen wahrscheinlich nur weiter mit Sprengbums. Ja. Ist hier noch irgendwas? Also hier ist auch nochmal eine versperrte Tür. Die ist auch rot. Okay. Also müssen wir Sprengmaterial besorgen. Kommen wir nicht hoch wahrscheinlich. Nee. So, hier hinten geht's noch weiter mit dem Kabel. Ja, obwohl. Achso, ach, die Tür, die ist. Warte mal. Könnten wir hier. Nee, da werden wir nicht rauskommen. Da müssten wir uns hochbauen. Müssten wir von oben Baumaterial mitbringen. Und dann eine Leiter hochbauen oder was? Okay, für später. Mal im Hinterkopf behalten. Nee, du kannst hier nichts bauen, du hast hier keine Landrechte. Ah, alles. Okay, klar. Weil das gehört nicht uns. Ja, gehört den schwarzen Ameisen. Ja. Kannst kein Fundament, kein gar nichts bauen. Alles klar, dann wird das wahrscheinlich ein Ausgang sein. Aber wir können dem Kabel mal weiter folgen, hast du recht? Ja. Vielleicht finden wir noch ein. Aber so weit wie wir hier schon gegangen sind, wir müssten schon längst unter der Sandburg irgendwo sein, wa? Naja, wir sind fast am Ende. Guck mal, wo wir sind auf der Map. Wir sind hier hinten, glaube ich, in der Ecke, wo der Müllhaufen ist. Ja, da, genau. Das ist ja auch interessant. Hier zweigt wieder ein Gang ab. Wir gehen erstmal rechts hier. Wir gehen mal rechts, ja. Leute, das ist das Geile. Dieses Erforschen hier und Erkunden. Das macht dieses Spiel einfach mega. Boah, das ist aber auch riesig hier, ne? Markise. Oh. Oh.
hört sich immer nicht gut an. Hier ist eine Kriegerameise. Ja. Die nicht, aber da hinten drin ist eine. Ja, macht nichts. Die holen wir uns. Ah, komm her. Linke. Jo, haben wir. Sehr schön. Alter, wie groß ist denn das hier alles? Aber hier scheint Ende zu sein. Hier oben nochmal lang. Oh ne, hier geht's weiter. Okay. Das ist doch bestimmt ein zweiter Eingang hier. Weil hier geht's steil nach oben. Ja, guck mal, und hier bringen sie auch. Hier ist auch jede Menge Ton unten. Ja. Ja, mal gucken, wo wir rauskommen. Ja, okay. Ich folge dir mal. Ja. Ah, hier wird's hell. Wir sind hier bei 100%ig bei den Müllscheiße. Ja, hier sind Müllsäcke. Ach, du ahnst es nicht. Wie cool. Ah, okay. Ja, wenn wir einmal hier hinten sind, können wir mal in den Müllsäcken gucken. Ja, wir forschen mal. Und was habe ich nicht dabei? Keine Gasmaske, geil. Okay. Ich muss echt hier alles mitnehmen, immer ja. Ständig. Also Gasmaske habe ich jetzt so an. Müssen wir jetzt hier... Dann guck mal. Ja. Ich hab ja keine dabei, Gasmaske. Ach. Aber soll ich denn wirklich hier alleine gucken jetzt? Na ja, guck doch mal. Okay. So viel ist ja hier hinten nicht mehr. Hier hinten ist ja dann die Map irgendwann zu Ende. Ja, also hier sind... Da oben an dem Müllhaufen irgendwas Interessantes. Ich weiß es hier nicht. Gut. Dann gehe ich hier mal eben hoch. Ah, das ist so eine umgekippte Box hier. Okay, gibt es da was Besonderes drin? Ich sehe von der Ferne einen Donut. Ja, ein verfaulter Donut ist hier. Und eine Saftbox. Den habe ich mal klein gemacht jetzt. Da ist was runtergerieselt ins Wasser. Und hier ist ein Eiskäps-Pastille. Na, mitnehmen. Ja, die habe ich jetzt klein geklopft. Ah, Minzstücke gab es. Und dann habe ich hier noch was. Was gab's denn da? Ja, so ein Skep-Farbschiener. Müllig. Okay. Ich habe noch einen Milchmolar gefunden. Sehr schön. So. Ach, hier hinten kommst du auch. Hier ist alles durch die Müllsäcke versperrt. Du kommst hier hinten nur hin durch den Ameisenhügel. Ah ja, siehst du? Darum. Ja. So, das war jetzt hier noch unter Wasser. Ach, ich gehe mal hinten gucken, wo die Dosen hier sind. Hier noch was Interessantes gibt. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Hier ist auch noch ein Donut. Falder. Zwischen den Säcken. Ja. Hier sind wieder Ameisen und Äpfel. Gehen wir jetzt ganz außen lang. Check das mal hier hinten noch. Das ist aber noch weit. Oh ja, es gibt auch noch was. Na komm mit. Ah ja, siehst du? Hohe Wissenschaft.
Sehr gut. Aber ich glaube, ganz am Rand kann man noch mal durchgehen. Bin jetzt Ich ganz bin doch rausgekommen. Es okay. ist doch nicht versperrt. Gut. Ich bin jetzt hier gerade hier von draußen in den Müllberg. Ja. Okay, ich setze mal meinen Weg hier weiter fort. Also gehe hier wieder zurück. Muss ich wieder raus. Hier ist Biohazard. Oh! Oh, was ist passiert? Ich bin auf einmal wump. Ich bin gleich wieder raus und bin aber gestorben. Okay. Oh, ich habe meinen Spawnpunkt, glaube ich, gar nicht gesetzt. Ich kann dir den Weg schlecht erklären. Ich Bei versuch's. den Müllsäcken bin ich dann auf alle Fälle aus dem Ameisenbau raus, bis dann so ein Stückchen geradeaus und rechts so an der Wand habe ich mich lang geschlängelt. Es wird wahrscheinlich eng, 8 Sekunden noch. Ah, Digi, ich schaff's nicht. Sorry. Aber ja, ich habe auch einen Weg gefunden. Hier läuft sogar so ein Kabel lang. Ja, genau, da bin ich lang. Ja. Das Kabel scheint in diese Kühlbox hier zu gehen. Oder was das ist. Oder. Ach, ja, es sieht aus wie ein Computeranschluss. Ach, das könnte ein alter Drucker sein. Aha. Eigentlich müsste ich auf der Sandkiste langlaufen, bis hinten hin. Aha. Müsste ich eigentlich hinkommen. Das heißt, ich muss die Schaufel hoch in die Sandkiste. Ach, ich könnte ja mal rechts lang laufen an der Sandkiste. Hier sind wir noch gar nicht lang gelaufen. Gibt es nämlich noch was? Und Ah, Surprise. na, wir sind jetzt das letzte Mal an der Sandkiste links lang gelaufen, weißt du, also Ja, am Rand. ja. Jetzt bin ich mal rechts lang. Bestimmt schon. Zerdrückte Labistose. Ja. Aber was ich noch nicht so richtig ist hier Wegmarkierung Sandburgturm. Den hatten wir schon entdeckt. Hast du die Fahne schon gesehen, wo die gesetzt werden muss? Ja, auf einen von den Türmen da oben. Nee. Ich habe das wirklich nicht entdeckt.
Dings habe ich gesehen, dass da auf den einen Turm liegt zum Beispiel noch hier diese pure Wissenschaft. Ja. So, da ist mein Rucksack. Dann wollen wir mal nach unten schweben. Hier ist alles voll mit Ameisen. Ich weiß nicht, ob ich dir da helfen kann. Hier wo mal die grünen Wellen sind, weißt du, wie ich meine? Ja. Boah, willst du dich jetzt hier mit allen Ameisen anlegen? Eigentlich Keine ja. Ausdauer mehr. So. Sehr schön. Gibt nämlich ordentlich von diesen Ameisenbrocken, die wir brauchen. Nice. Hast du deine Sachen wieder? Ja, habe ich. Sehr gut. So, ich gehe mal hier geradeaus noch mal hoch, gucken, was hier noch gibt. Ich kann diese fauligen Sachen wegmachen. Dann sind die Gase auch weg. Glaube ich. Oh, ich will nicht unbedingt nochmal testen. Nee, okay. Musste ja auch nicht. So, hier geht es auch noch hoch. Okay. Aha. Hier unten ist auch wieder so ein Gas. Siehst du da oben auf der Banane? Da ist pure Wissenschaft. Ja. Da oben, ne? Ja. Probier da mal hinzukommen. Oh, warte mal, hier X. Wo ist sie hin? Die Fliege über uns. Okay. Gerade sagen, die sah anders aus. Ja, als wenn die, ich dachte auch, dass als wenn die was mitgeschleppt hat. So, hier hoch. Eine gejagte Variante der Fliege, die in den Abfällen des Müllhaufens gedeiht, kann beim Tod Fliegenpilz und rohes Fliegenfleisch fallen lassen. Also die Okay. gibt das gleiche wie die andere. Ja. Wird ähnlich wie mit der Kellerasse sein. Die eine ist kranke Kellerasse, die eine normale. Und das ist einmal Ja. die Fliege und die Fleischfliege. Das ist jetzt übrigens das harmlose 7 von 8. Fehlt jetzt nur noch Ah, eins. okay. Das sieht doch gut aus. Banane. Jo. Oh, heute ist. So, dann
Ach, ich gehe mal hier hinten noch mal ein Stück weiter, aber hier ist eigentlich nichts mehr. Außer Müll, 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 Müll. Okay, ich habe noch was. Was hast Mega Milchmula. noch? Oh, ich bin richtig wieder Leben abgezogen. Ich muss raus hier. Ja. Irgendwas hat mir extrem gerade. Okay. Ich gehe mal raus jetzt hier aus dem Gebiet hier. Ja. Nicht, dass es mich gleich wieder Exodus hier. Gut, ich würde auch, glaube ich, jetzt gleich zurückkommen. Weil meine Gasmaske ist auch nicht mehr ganz so stabil. Und wir haben ja auch noch. Ah, wir müssten eigentlich pennen gehen jetzt. Ja. Wir haben ja auch noch den einen Gang im. Im Ameisenbau. Den wir sind ja dann in anderen gegangen. Ja, ich könnte das jetzt hier alles zerkloppen, also diese ganzen Donuts und whatever. Aber das gibt ja eh immer nur das Gleiche. Verfaultes Essen. Und das brauchen wir nicht unbedingt. Nee. So, dann ist jetzt die Frage, was machen wir? Erstmal zum Außenposten würde ich jetzt sagen, oder? Ja, okay. Ist noch ein ganz schönes Stück. Ja, ist noch ein Stückchen. Weil den Sandkasten kommen wir jetzt nicht hoch. Nee. Müssen wir außen rumlaufen. Ja, dann müssen wir außen rumlaufen. Ja. Gut, dann. So, hier ist der Sandkasten und unten rechts dann entlang. Eigentlich immer der Wand folgen. Liegenpelz brauche ich zweimal. Was war das für ein Geräusch? Ich habe schon wieder ein Geräusch gehört, was ich so noch nicht gehört kannte. Okay, bist du links rum? Rechts rum. Okay. Dann mache ich mal eben einen kleinen Break in der Aufnahme. Wir gehen bestimmt gleich nochmal in den Sandkasten, ne? In den Ja. Ameisenbau. Okay, dann kurze Break. Und einmal nach Hause. Jawohl. So, dann genau. Ja, Leute, wir haben uns entschlossen, jetzt wieder zur Base zurückzumachen und den Sprengstoff aus der Base zu holen. Als wenn wir jetzt nochmal in den Ameisenbunker unten reingehen, weil da ja das Labor ist. Ohne Sprengstoff und wir kommen da nicht weiter. Das ist, wäre, ja, wäre Quatsch. Ja. Also machen wir uns jetzt auf den Weg. Wieder in die Base, holen den Sprengstoff, bringen ein bisschen Zeug, was wir jetzt noch gelootet haben, eben wieder zurück. Haha, seht ihr mal die Konstruktion hier? Ja, das haben wir uns einfallen lassen, damit wir hier schneller hochkommen. Sehr schön. Wissenschaftspunkte, sehr gut gemacht. Ganz, ganz wichtig. Ach so, nee, hier geht es ja zum Sandkasten. Wir müssen ja hier lang. Und dann rutschen wir. Aber sowas von. Bis zur Base. Der Larus ist wieder knapp hinter uns. Junge, sind da viele Bienen. An Winnie Pusa im Honigtopf, ne Leute? Nicht vergessen. Den haben die Bienen hier aus Grounded dem Winnie Pooh gemopst. Ja, das wollen wir mal klarstellen. Herrlich. So, die Seilrutsche nehme ich euch noch mit.
Und dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und es heißt, wir dringen ein in das Ameisenlabor. In das schwarze Ameisenlabor, ne? So heißt das ja. Für alle weiblichen Zuschauer nochmal, das, was der LaRusso da vorhin unten im Tunnel gesagt hat, dass der den Größten halt immer nach vorne muss. Auf die Größe kommt es nicht an. So. Super. YouTube, ich sag vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Wir wünschen euch alles Gute. Vor allen Dingen bleibt gesund. LaRusso und meine Wenigkeit sind raus für heute. In diesem Sinne. Ciao.